Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Haltebolzen ab. Sie Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Danke, BD. Natürlich. So, dann... Kann er da was mitmachen? Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Dann wollen wir... Oh, das hätte wahrscheinlich vorher da sein sollen. War es aber nicht. Na gut. Zeig mal, was du kannst, BD. Großartig. So, jetzt sind wir ja wieder hier. Es hat jetzt Strom. Jetzt hat jetzt bloß nur die Frage, wo ist unser Lichtschwert, ne? Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Na toll. Verfickte Arenas. Hey, ich kenne diese Band. Oh, das klingt richtig gut, Alter. Okay. Meditieren wir einmal. Puh. Dann würde ich mal sagen, ab in die Arena. In der wir ohne Lichtschwert kämpfen. Na, Wahnsinn! Da ist unser Freund! Sorg, Tormo. Wir haben schon gewettet, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Sorg Tormo, Baby! Hey, ich bin der Boss dieser Operation! Du musst Greasy 4 andanken, der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Baby. Du willst eine Show? Dann bekommst du eine Show. Danke. Ich bittere Blut und aus Monaten. Heute zelebrieren wir die gefallenen Herausforderer der Vergangenheit. Und das von ihnen erbrachte Opfer. Denn es macht uns frei. Findest du das witzig? Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Ich muss doch meine Credits zählen. Das Ray redet echt zu viel. Was für ein Schlag von Jedi! Leichte Beute. Gib ihm richtige Essen. Schick mir mehr. Hilfe, bitte. Oh, ganz ehrlich, alles gleichzeitig.
Das war gar nichts. Was, du Arsch? It's been busy too much. Der Junge ist keine Mogelpackung. Okay, er will also die harte Tour. Das Beste kommt erst noch. Na toll. Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Oh je, wenn er das schon so sagt. Die Haxi und Blut bläst zum Angriff. Was? Ist dem Tode nah. Oh, jetzt hast du ein Problem. Es gibt Schlimmeres. Das hab sogar ich gespürt. Genau wie in den Klonkriegen. Du bist überhaupt nicht da. Vielleicht nochmal. Gar nicht. Hätte ich den vorher schon platt machen können und das Ganze mir hier sparen können? Wie soll das heißen? Es ist die Mercedes! Zerstört sie! Es gibt keinen Kurbel! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn es sein muss! Passt genau, der da reinpasst. Hey, Grease. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Trilla. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Murray? Kerl, wir haben Tavul. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Es geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Kerl. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht.
Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Oh, das wächst ja richtig gut. Reese hat den grünen Daumen. Zwei Punkte, ein Punkt. Ja, ich dachte, wir fliegen schon nach Kashyyyk, oder? Wo geht's hin? Wissen Sie, trotz der vielen Action mit Ihnen beiden, sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. Solange Sie Ihre Gewohnheiten im Griff haben. Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer, keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner als ein paar primitiven Grobianen beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und rohe Gewalt. Ja! Ha, warum? Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch. Aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ja, wie Fußball, ne? Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. So, es ist hier, um einiges ruhiger. Was ist das denn? Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Aber ich suche einen Jedi-Padawan. Und ich weiß, er war hier. Und dafür werdet ihr alle leiden. Ich
Choisik und Marie haben den Weg zum Treffpunkt mit Tafel markiert. Marie sagt, ihr wurdet überrannt. Ich ahnte nicht, dass es so schlimm würde. Mit dem Imperium ist es immer so schlimm. Aber noch hast du eine Chance, alles zu meistern. Ich werde euch helfen. Du hast schon so viel getan. Danke, Cal. Ich wollte irgendwas sagen. Ja, Imperium, Helme. Alles cool. Ja, dienten zum Schutz, bla bla bla. Aber warum? Also, ich verstehe die Motivation zum Beispiel bei den neuen Star Wars Teilen. Bei Kylo Ren, ja, diesem Nacheifern von Darth Vader, ja? Deswegen auch der Helm, ey, gar kein Thema. Auch wenn Darth Vader den Helm gebraucht hat, um überhaupt lebensfähig sein zu können, genauso wie den Rest seines Anzugs. Aber warum hat die einen Helm? Einfach nur, um undercover zu sein, oder? Richtig? Ja, müsste eigentlich richtig sein. Wo müssen wir jetzt lang? Dann nach links, oder? Ist das richtig? Ja, das ist richtig, genau. Cal, hörst du mich? Ich habe deine Funkfrequenz von Tyr. Marie, bist du okay? Mir geht's gut. Aber zu vielen anderen nicht. Hat Mirianna dir die Koordinaten gegeben? Hat sie. Bin unterwegs. Gut. Wir sind gleich dort, können aber nicht lange bleiben. Das Imperium sucht uns. Ich komme so schnell ich kann. Bleib bei mir, BD. Die sehen schnell aus. Es hätte fast ins Auge gehen können. Ich wäre fast selbst runtergefallen. Ein Mykal. Achte auf Angriffe von oben und nutze die Chance zum Gegenangriff, wenn du sie parierst. Verkürze die Distanz, indem du sie mit deiner Macht zu dir ziehst. Ah, macht Sinn. Der bedrohliche Mykal ist ein fliegender Allesfresser, der für seine Angriffe aus der Luft berüchtigt ist. Unter den Wookiee-Ältesten, die seinen Bestand im Gleichgewicht hielten, galt er lange Zeit als Delikatesse. Seit der Besetzung des Planeten durch das Imperium haben sich die Beststände allerdings erholt. Als flinke und aerodynamische Akrobaten weichen diese Kreaturen gegen Angriffen ihrer Beute mit listiger Anmut und tödlichem Geschick instinktiv aus. Sehr schön. Wieder mehr. Hauen wir uns mal kurz zum Meditieren hin. Nur damit er speichert. Ah, da ist noch ein Seil. Hä? Ein Eindringling! Hero, Beeilung! Ist da jemand? Ganz egal wer! Ja. Kein Überlebenden, erschieß ihn! In Deckung! Könnt ihr ihn treffen? Das ist so ein Vollidiot! Beeilung, beendet die Sache! Der gehört mir! Hast du Angst? Du bist... Ich hätte mich auch jetzt echt gewundert, wenn... Also, ich meine, den Sturz hätte er überlebt. Das ist nicht das Thema. Aber das ist so ein... Es hat geleckt. Ich schieb das jetzt einfach mal aufs Lecken. Geil! Awesome! So, du Pisser! Ach nee, warte mal, der schießt auch mehrmals.